Also manchmal, ich weiß auch nicht, ja, manchmal ist das echt zum Verzweifeln. Ja. Geld ist immer noch nicht drauf. Jetzt haben wir das 17.17 Uhr. Ja, muss man sich mal vorstellen, ja. Das kann jede. Wartet mal, ich tue es. Ist jetzt egal, geht ja hauptsächlich um das, was ich sage. Ja. Naja, obwohl, ich stört mich trotzdem. Ne? Ach Mensch, sehen. Mal sehen, ob das jetzt besser ist. Ein bisschen höher machen. Ja, noch ein bisschen. So. Und dann so. So. Und dann gucken wir mal, ob ich das Bild ein bisschen besser hinkriege. Ja, das ist schon ganz gut. Okay. Also ich habe vorhin 28 Minuten wieder umsonst geredet. Das kann einfach nicht wahr sein, sowas. Ja? Dann mache ich das eben nochmal. Ganz locker. Also, es geht um Kindesmissbrauch, um Waffen, um Frieden in der Welt, darum geht es. Ja? Ja. Und einiges anderes. Ich habe auch beruflich und dies und jenes, aber lange Rede, kurzer Sinn. Das Schlimmste ist ja das mit den Kinderpornos. Ja? Also, der Herr Bienstein, der wies, dass wenn man das wirklich sperren will, dann kann man das. Ja? Also Kinderpornos und so weiter, das kann man durchaus sperren, wenn man das möchte. Das wollen die aber nicht. Warum denn nicht? Ja? Ich würde das sperren. Also, das kann man machen. Das können die. Ja, ich weiß das. Ich kann mich. Ja, ich möchte nicht. Ich muss immer an Konrads denken, wenn ich sowas sage hier. Ja? Der ist ja hier in Deutschland verhaftet worden, obwohl es hätte niemals passieren dürfen, weil. Wir hatten ja angeblich ja schon Hoheitsrechte wieder zurück, angeblich. Die haben wir immer noch nicht. Ja, wir sind die Arschlöcher. Ja. Deutschland ist immer noch Arschlochland, ja, was zu machen hat, was andere Länder wollen. Ne? Und das Schlimme daran ist, dass niemand merkt, ja, dass in Deutschland gerade, ja, gerade in Deutschland, sich vieles wieder so entwickelt, wie es schon mal war. Ja? Gut, jetzt werden keine Menschen verbrannt, aber dafür Asylheime, ja, und so ein Scheiß. Ja? Kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich weiß nur eins, wenn man die Kinderpornos nicht will, dann kann man die sperren. Ja? Das weiß ich aber. Ja, das weiß ich hundertprozentig. Ja? So. Ja, müssen wir jetzt mal runterkommen. Ich stink sauer deswegen. Ja, das 28 Minuten so ein Sch Das war richtig gut, das Video. Da habe ich, wie soll ich sagen, ihr merkt schon, ich bin immer noch richtig sauer. Aber dafür, ich sollte mich mal freuen. Ja, warum denn nicht? Ja, ich war ja heute bei der Präziser. Ja, die haben mir erklärt, wie ich vorgehen muss mit der 12er-Räumen. Ja, das finde ich gut. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht da anrufen, wo ich anrufen soll. Ja, und einen Termin ausmachen. Ja, geht nicht. Ich habe kein Guthaben drauf. Sonst würde ich das ja sofort machen und einen Termin ausmachen. Ja. Und dann kommen die. Einen Tag vorher kann man schon alles hinstellen. Das finde ich gut. Ja. Und dann holen die das ab. So, ja, elektrische Geräte, das finde ich gut. Ja, das finde ich super. Ja. Also Kühlschränke, Fernseher und sowas alles. Ja. Natürlich nicht für andere Häuser, sondern nur da, wo die Präziser auch zuständig ist. Wie in der 12. Ne? Haben die mir jedenfalls so gesagt. Ja, also für die 5 wird hier nichts. Da würde niemals jeder kommen und Sperrmüll abholen umsonst. Ja? Weil ich halt gefragt, warum? Da sagen die zu mir, ist privat. Ja?
Und weil das nur privat ist, muss wahrscheinlich derjenige, der die Wohnung hat, sich darum selber kümmern. Ja? Und auch dann bezahlen, nicht? Weil Elektro kostet ja was. Ja? Ja? Umweltgefährdung und so weiter und so ein Scheiß. Ja? Ja, es ist das gleiche wie mit Papier. Ich mach das, ja. Ich mach das nicht für die, ja, sondern ich mach das, um mein Gewissen reinzuhalten, nicht um ihre reinzuhalten. Ja? Weil ich weiß nämlich zum Beispiel, dass die ganzen Bio-Scheiß da, ja, und Papier, also die schmeißen alle zusammen da, ja. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, bestimmt, aber. Okay, also Bio gibt es schon lange nicht mehr. Ja, warum kann es kein Bio geben? Naja, Tschernobyl, denn in Japan, da ist die ganze Welt von betroffen. Ja, und ja, wegen Klima habe ich ja auch schon mal gesagt. Ja, dazu, ne, wenn die sich da nicht einigen, ich weiß ja nicht, wie lange, der ist ja bestimmt schon vorbei. Ja, aber ich habe auch keine Lust, mich jetzt wirklich zu informieren, weil ich bestimmt nur sauer werde, dass sie wieder nicht auf der Reihe gekriegt haben. Ja? So, dann war mir auch eins wichtig. Jetzt weiß ich's wieder. Ja? Gott, aber ich weiß nicht, ob der Ton hier ist. Ich sollte erst mal kicken, oder? Hey, der Ton wieder nicht und dann, hey, dann fühle ich ganz aus. Nein, bin völlig relaxed jetzt. So geil. Ja? Das ist so geil. Ich bin so relaxed wie schon lange nicht mehr. Gut, dann mache ich das morgen, ne? Ja, mache ich morgen einen Termin eben zwecks Räumung vom Sperrmüll. Ja? Ja? Ist doch kein Problem, oder? Ob ich das nur heute oder morgen mache, ist doch scheißegal. Ja? Was mich so richtig auf die Palme bringt, ist die Tatsache, dass man mir wieder nicht traut. Ja? Ja, das war schon oft so der Fall. Ja, ich weiß genau, warum noch kein Geld da ist. Das weiß ich. Ich kann es nur nicht beweisen. Ja, aber ich wüsste. Ja, man traut mir nicht. Ja? Wenn ihr wüsstet, wie, das ist so demütigend. Ja? Ich hätte mir das heute alleine zugetraut. Alle, versteht ihr, was ich meine? Ja? Das nervt mich so ab, Mann. Ja. Ich weiß ja nicht, was die wollen. Also online, da steht dann immer rechts Passwort speichern. Da bin ich ganz automatisch schon hin. Nie. Passwort nie speichern. Und das bist du doch, weiß ich nicht. Also mich ärgert das jetzt. Ich muss jetzt wieder auf meinen Einzelfallhelfer warten. Ja. Ihr werdet sehen, morgen sind ja da. Mache ich jede Wette. Morgen ist das Geld auf dem Konto. Ja? Das Schlimme ist, ich wollte beweisen, dass ich das alleine mache. Ja? Ich darf wieder nicht. Warum wies der Geier? Ja? Ich weiß es nicht. So, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Durchatmen. Ja, ist unverständlich. Ja, ist völlig unverständlich. Ja, ja. Okay, gut. Ich kicke mal, ob das hier geht. Und wenn das geht, oh, dann mache ich mit Musik weiter. Ja? Ganz einfach. Aber ich vermute mal, hier wird der Ton wieder nicht gehen. Und dann hab ich, dann bin ich richtig, um dann nicht durchzudrehen, bleibe ich lieber draußen. Ja? Weil ich kann sowas nie nachvollziehen. Ja? So, aus und Wasser. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Warte mal, 17:36 Uhr. Einen schönen Feierabend wünsche ich euch. Ja? Lasst es euch gut gehen. Denkt daran, andere tut das nicht für euch. Ja? Muss man schon selber machen. Ja? Wenn man das nicht macht, hat man die Arschkarte. Ja, ist so. Könnt ihr glauben. Ich weiß, dass es so ist. Ja? Ich sorge dafür selber, für mein Wohlbefinden. Ach, jetzt der Hauptgrund, warum ich ja jetzt hier reingegangen bin, ist das Ritalin. Jetzt wollte ich schon wieder eine Ritalin fressen. Eben gerade.
Um das nicht zu machen, bin ich nochmal rinnegangen. Ja? So, und hol mir jetzt die Ruhe, die ich brauche, weil ich fresse keine Ritalin mehr. Das ist noch kein Notfall. Es gibt für mich überhaupt keine Notfälle. Ja? Ich werde verzichten auf die Ritalin. Und deswegen mache ich das jetzt hier. Okay, tschüss.